Das üben wir jetzt mal. Der Slogan geht, wir sind hier, wir sind laut, weil man uns das Ganja klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns das Ganja klaut. Wo wir gerade bei den schönen Sätzen sind, ich hatte mir für heute auch noch einen ausgedacht. In Anlehnung an einen berühmten Ausspruch eines Berliner Bürgermeisters, Sekunde, sage ich heute, Kiffer dieser Welt, schaut auf diese Stadt. Berlin wird so lange kämpfen, bis wir die Legalisierung erreicht haben. Hier in Deutschland und im Rest Europas. Und wenn wir erstmal Europa geknackt haben, dann werden wir genauso für das Recht in Afrika, in Asien, in Australien und in Nord- und Südamerika kämpfen. Kein Fußbreit den Handprohibitionisten. Von deutschem Boden soll nie wieder ein Joint ausgehen. In den letzten 100 Tagen war ich in der ganzen Republik unterwegs, um den Menschen zu zeigen, dass es eine lebendige Hanfkultur gibt. Dass heute schon viele Menschen legale Geschäfte rund um die alte Nutz- und Kulturpflanze Cannabis aufgebaut haben. Und einen der Vertreter dieses legalen Hanfbusiness dürfen wir als nächstes am Mikrofon begrüßen. Das ist der Mann, der euch exzessiv bringt, der euch jeden Monat das Handjournal kostenlos in die Head- und Go-Shops bringt. Emanuel Kotzian, der sich auch schon seit 15, 16, 17 Jahren jeden Tag um die deutsche Handkultur verdient macht. Deshalb einen dicken Applaus für den Herausgeber des Handjournals, Emanuel Kotzian. Zu sprechen, ja. Aber okay, also liebe Berliner, liebe Handfesten dieser Republik, ich begrüße euch und ich bedanke mich, dass ihr heute so zahlreich zum Alex gekommen seid. Es ist keine wirklich leichte Aufgabe, jetzt hier nach dem Steffen zu sprechen, aber wir versammeln uns heute hier, wie seit Jahren. Wir wissen, was wir wollen. Eigentlich müsste gar nichts mehr gesagt werden. Und doch schreit die Ungerechtigkeit auch heute wieder zum Himmel hinauf. Auch heute verpestet diese Ungerechtigkeit die freie Berliner Luft. Tausende, ja Hunderttausende unnötige Verfahren, Verfahren mit sicherem Ausgang und sicherlich ohne Sinn. Verfahren, die, wenn man das Bundesverfassungsgericht ernst nimmt, in dieser Republik nicht stattfinden dürften. Und ich rede an dieser Stelle nicht nur von den unzähligen peinlichen Fragen, von den Hausdurchsuchungen und von den intimen Körperkontrollen. Ich rede hier heute über Geldstrafen, über Sozialstunden, Gefängnis und obendrauf willkürliche Führerscheinentziehung. Wir sind es leid, unsere Grundrechte jeden Tag verteidigen zu müssen, gegen einen immer mehr und mehr autoritär agierenden Staat. Jährlich alleine 30.000 Verfahren in Bayern gegen Cannabiskonsumenten, Geldstrafen, Gefängnis und Führerscheinentzug sind kein Kavaliersdelikt. Wir wollen unsere Jugend nicht kriminalisieren, wir wollen sie integrieren. Wir wollen unsere Jugend eine Chance geben. Aber es kommt noch dreister. Nicht nur unser Recht auf Rausch, das das Bundesverfassungsgericht 1994 festgestellt hat, wird in Frage gestellt und einfach von den Parteien ignoriert. Nein, es ist noch viel schlimmer. Sogar unser Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit wird beschnitten. Das ist kein Witz und einige von euch haben wir es schon mitbekommen, als wir hier Ende Mai auch auf diesem Platz hier waren und beinahe alle Demonstranten, die hierher gekommen sind, sind kontrolliert worden. Und wer die Frage beantwortet hat, ja, mit ich gehe zur Hanfdemo, der musste dann seine Taschen vorzeigen. Ich glaube, da gibt es heute genügend Leute, die das damals mitbekommen haben. An dieser Stelle danke, liebe Berliner Polizei, danke, lieber Berliner Innensenator, danke dafür, dass ihr unsere Grundrechte aushöhlt. Danke. Wir lassen uns das nicht gefallen und wir haben damals versprochen, dass wir das vors Gericht bringen werden. Und seit mehreren Wochen ist die Klage eingereicht
Und ich bin mir sicher, dass ein unabhängiges Gericht feststellen wird, wie verfassungsfern sich hier die Polizei und der Innensenator verhalten haben. Es ist eine Ehre für uns, für unsere Grundrechte kämpfen zu dürfen, während es eine Schande ist, für den Staat uns diese Grundrechte vorzuenthalten. An diejenigen Sicherheitskräfte, die heute hier erschienen sind, richte ich folgende Worte. Liebe Polizistinnen und Polizisten, Ihnen allen ist bekannt, dass von dieser Veranstaltung keine Gefahr ausgeht. Ihnen allen ist bekannt, was das Bundesverfassungsgericht 1994 entschieden hat. Sie wissen, dass Ihre Anwesenheit hier absolut unsinnig und überflüssig ist. Daher rate ich Ihnen, verweigert sinnlose Einsatzbefehle. Zeigt, dass ihr Bürger in Uniform seid. Geht heute mit euren Familien und euren Freunden an den See. Entspannt euch, eure Familien und Freunde werden es euch danken. Die Handparade dieses Jahr steht unter dem Motto Freiheit, Gesundheit, Gerechtigkeit. Ein gut gewähltes Motto. Ein Motto, das ich an dieser Stelle auch als Anlass nehmen möchte. Als Anlass, um heute mit denen zu solidarisieren, die weltweit zu Unrecht im Gefängnis sitzen. Wir stehen heute hier an der Weltzeituhr, da drüben, die hat schon einige Systeme vergehen sehen. Deshalb solidarisiere ich mich heute und hier im Sinne von vorübergehenden Systemen und stellvertretend für alle unschuldig Eingesperrten dieser Welt mit den drei Frauen von Pussy Riot. Ihr seid stärker als Putin. Gar keine Frage. Deshalb ein dreifaches Hip Hip Hooray auf Pussy Riot. Hip Hip Hooray! Hip Hip Hooray! Hip Hip Hooray! Liebe Hanfisten, eine Sache muss ich noch loswerden. Und Hanfistinnen, natürlich. Manche von euch erinnern sich an die grandiose Hanfparade im August 1998. 50 bis 100.000 Teilnehmer durchschritten das Brandenburger Tor. Die Wahlen waren nur noch wenige Wochen entfernt. Kohl war Geschichte, das wussten wir alle. Es lag Legalisierung in der Luft. Vielleicht erinnert ihr euch. Ja, wir haben Grün vertraut. Wir dachten, Joschka würde sich an seine Wähler und seine Jugend erinnern. Wir haben falsch gedacht. Und weil wir damals falsch gedacht haben, dürfen wir dieses Mal nicht denselben Fehler begehen. Nächstes Jahr im September wird wieder gewählt. Und wieder werden Parteien versprechen, Hanf zu legalisieren. Vertraut dem Versprechen dieses Mal nicht. Legalisiert selber. Gönnt euch dieses Jahr an Arbeit und Engagement. Stürmt die Parteien, die für die Legalisierung sprechen. Stellt euch ans Ruder und sorgt dafür, dass eure Interessen nicht nachher wieder vergessen werden. Ich mache keinen Hehl draus. Ich bin Pirat und würde mich freuen, einige von euch bei uns an Bord begrüßen zu dürfen. Macht mit! Es ist Zeit, Merkel und Westerwelle in Urlaub zu schicken. Danke euch und lasst uns Berlin rocken. Danke! Emanuel Gotzian vom Abendjournal, zu dem ich noch eine Anmerkung habe. Urlaub bedeutet, dass die hinterher wiederkommen und das wollen wir doch nun weiß Gott nicht.